Nächtliches Zähneknirschen kann zum echten Problem werden. Die Ursache für das Knirschen ist meist Stress, der durch die Kieferbewegung im Schlaf abgebaut wird. Die Folgen: Abnutzung der Zähne und Überlastung der Kiefergelenke. Je länger der Kiefer in der Nacht arbeitet, desto stärker werden die Schäden. Bemerkbar macht sich das durch Verspannungen nach dem Schlafen im Kieferbereich sowie die Abnutzung der Zähne. Eine Aufbissschiene ist das Einzige, was die Zähne schützen kann. Für die sind 2 Sitzungen beim Zahnarzt nötig. Zunächst wird ein Abdruck von den Zähnen genommen. Dann bitte einmal öffnen. So, drückt so ein bisschen. Sie beißen nicht zu, lassen den Mund offen. Wie gesagt, konsequent durch die Nase atmen. So, jetzt nehme ich das raus. Nicht erschrecken, das ist hart geworden. Das ist ein bisschen fester beim Rausnehmen. Sehr schön. So, was Sie noch im Mund haben, machen wir gleich weg. So sieht der Abdruck jetzt aus. Können Sie gucken. Da sind Ihre Zähne abgeformt. Und der Techniker macht jetzt daraus sozusagen ein Gipsmodell. Das ist wie beim Fotografieren früher. Das ist das Negativ. Und das, was wir daraus erzeugen, ist das Positiv. Und dann haben wir Ihre Bisssituation 1:1 in einem Modell. Da das nächtliche Knirschen als Krankheit anerkannt ist, werden die Kosten für die Schiene erstattet. Um das Knirschen an sich loszuwerden, muss der Stress tagsüber abgebaut und der Körper durch viel Sport erschöpft werden. So, und dann haben wir jetzt hier Ihren Bisssituation und der Techniker kann den Oberkiefer zum Unterkiefer einstellen und darauf dann eine Schiene bauen. Nach etwa einer Woche ist die Schiene fertig. In der 2. Sitzung passt sie der Zahnarzt an und schleift sie nach, falls sie zu fest oder ungleichmäßig sitzt. Und da müsste die eine Seite der Muskulatur stärker arbeiten als die andere Seite der Muskulatur. Und das würde wiederum zu anderen Verspannungssymptomen führen. Das wollen wir verhindern. Und so sieht das Ganze aus. So kommt das aus dem Labor. Passt genau auf die Zähne drauf. Ist recht stabil, aber wenn man sie zu stark drückt und dreht, würde sie zerbrechen. Mhm. Wenn sie im Mund aber ist, ist sie durch die Zähne stabilisiert. Regelmäßig, nachts, das hilft nur dann, wenn Sie es regelmäßig machen, jeden Abend vor dem unmittelbaren Zubettgehen rein und morgens raus. Und wie gesagt, in der Hand mit der Zahnbürste und Zahnpasta ein bisschen wischen und tagsüber trocknen lassen.